Und links ist dieser Wald am Militärcamp und hier war überall waren die Sniper. Die waren selbst hier und haben dahin geschossen. Da sind Industriegebäude. Ich freue mich schon, wenn es hier Autos gibt. Dann laufen wir nach eben zum Medical House. Hier müsste ja ein Medical House sein. Und ja, mir wurde auch gesagt, ey, da war so ein rotes Haus oder so, wieso hast du das nicht gelootet? So. Ich versuche natürlich, euch zu unterhalten. Ihr sagt halt, zum einen Teil sagt ihr, hey, da war das, hey, da war das, hey, da war das. Da sind 10 Häuser, die du looten kannst. Da kann vielleicht ein Helm oder so drin spawnen oder eine Waffe oder so, weißt du? Da sag ich, okay, Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering, aber kann natürlich sein. Also ihr habt recht, ja. Aber gleichzeitig sagt er, ey, das ist voll langweilig, ich mach doch mal nur so Best-of-Ausschnitte, also such mal Leute und mach so Best-of. Ich meine, wie viel habe ich hier schon gespielt? Und ich habe bisher gar keinen. Ich habe wirklich, die einzigen Spieler, die ich begegnet habe, waren entweder die am Spawn, sowas, und ihr wisst, ich mache keine Spawn-Videos, oder halt die Glitcher. Und Glitcher kann ich ja, wollt ihr Glitcher sehen? Wollt ihr Glitcher sehen? Nein. Ihr wollt ihr ordentliche Fights sehen und deswegen versuche ich ganz schnell hochzulaufen, weil ich auf der Suche nach diesen Leuten bin. Wir haben Antibiotika gefunden. Habe ich, glaube ich, noch nie gefunden. Das mit dem Loot, das funktioniert hier irgendwie nicht. Ich glaube, ich sollte gleich den Server mal wechseln. Spieler Kick für Binti. Ah, Rick. Okay. Ah, so ist das. Okay, ich muss immer meine Hand ablegen. Okay. Dann kannst du mir aber trotzdem sagen, wieso ich das nicht lösen kann. Jetzt hat's geklappt. Dann machen wir das erste, dann haben wir das wieder ausgerüstet. Wir müssen das jetzt immer in der Hand haben. Anders geht das leider nicht. Wir haben eine Alkoholflasche. Und das sind das in desinfizieren. Was? Keine Ahnung. So, hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Schade. Ich hab noch auf so ein Medikit drauf. Da ist noch eine kleine Tier und Rex. Ein kleines T-Shirt. Rex nehmen wir mit. Combine. 4 Stück kann man sticken. Perfekt. So. Das Auto gibt's bei Epoch, das ist mega cool. You're getting wrecked. Ja, super. Aber was macht ihr, wenn es regnet? Geht ihr dann überhaupt nicht mehr lang? Weil ich habe immer diese Meldung, ich bin wetten, dann habe ich hier soaked. So, ne? Also, ich weiß nicht, soll ich jedes Mal, wenn es anfängt zu regnen, einfach in einem Gebäude stehen bleiben oder was? Müsst ihr mal einen Tipp geben? Oder wie ich das wegbekomme? Ob ich ein Lagerfeuer machen kann oder so und dann die Kleidung trocknen kann oder ob ich eigentlich eine Zeit lang im Gebäude stehen muss, bis es weggeht. Ich weiß es nicht. Ich schätze das mal. Das war nämlich in Daisy Epoch, also was ist Daisy Epoch, in Daisy Vanilla war das so. Da gab es ja dieses Wettwerden nicht, aber da gab es sozusagen eine Erkältung, konntest du dir holen. Sobald du in einem Gebäude warst, ging es natürlich dann sofort hoch, also dann dann stieg deine Temperatur wieder an. Deswegen schätzen wir das hier genauso gemacht. Jetzt will ich die Pistole nicht wegwerfen, weil ich habe natürlich einen Schuss. Nein, ich habe mehr als einen Schuss. Ich habe ein paar Schüsse. Ich habe endlich eine Waffe, hatte ich schon lange nicht mehr. Jetzt gehe ich hin und klemme einfach die B-Taste ein und lass laufen. Währenddessen kann ich ja schon mal meine ersten Eindrücke vom Stream erzählen. Wir haben in den ersten beiden Tagen, auf beide Tage. Entschuldigung. Ich bin ziemlich müde, weil ich sehr spät schlafen gehe immer. Ich muss immer Sachen vorbereiten und nebenbei ein bisschen aufnehmen. Deswegen bin ich noch extrem müde. Obwohl wir 2 Uhr tags haben. Ich bin heute wieder. Ich habe gestern bis 10 Uhr gestreamt, dann auch noch 2-3 Stunden ein bisschen geredet. Hier, dort, Sachen für Business und so. Ich muss dann nebenbei noch arbeiten und studieren. Dann bin ich natürlich gegen 2 Uhr wieder schlafen gegangen, hab nur ein bisschen High School of the Dead gucke ich zurzeit. Eine coole Serie. Gucke ich immer so zum Einschlafen, 1-2 Folgen. Bin heute Morgen gegen 8 Uhr aufgestanden.
weil ich halt keine Uni hatte, auch keine Arbeit. Und ja, und da musste ich ein paar Termine wegen Krankenversicherung dorthin hin und her fahren. Und ja. Und jetzt bin ich hier, nehme auf, schneide das danach. Und danach darf ich schon wieder streamen. Dann haben wir wieder 18 Uhr wahrscheinlich. Und dann darf ich wieder anfangen zu streamen. Und ich muss sagen, bisher, also die Resonanz war ganz gut vom Stream. Fand ich super. Also hat den Leuten bisher gefallen. Jetzt habe ich echt die Waffe. Ich kann die Waffe auch einfach fallen lassen, oder? Scheiße. Moment, ich guck mal jetzt. Das geht mir so zu langsam. Wasser brauchen wir eh nicht. Antibiotika, ja. Warte, wir machen es so. Ne, das funktioniert nicht. Dann machen wir es so. Dann machen wir es so. Wieso kann ich das nicht fallen lassen? Moment. Mach ich mal so Consume. Der läuft einfach weiter. Der läuft einfach weiter. Ja, jetzt hat er das so gemacht. Perfekt. Jetzt hat er nämlich die Waffe weggesteckt, weil er das anders komischerweise nicht gemacht hat. Jetzt können wir einfach laufen. Das ist auch eine Sache, die mich ärgert. Dass man hier Deathclick drauf gemacht hat, dass hier einfach so ein schwarzes Fall, also das Feld war. Das ist ja schon länger so. Ich meine, das ist ja kein Problem. Das Feld gibt es ja. Die müssen einfach nur einen Namen dazu finden. Das sind 2 Sekunden Arbeit. Wieso die sowas nicht machen? Aber lieber an Autos und Zombies. Nämlich an Autos und Helikopter arbeiten. Zum Glück kommt ja jetzt ein Zombie-Team. Dann kann man die Zombies wenigstens. Ich hoffe, dass die Zombies nochmal, dass man die dann normal. Ja, im Spiel, dass die normal im Spiel sein werden. Dass die Entwickler, diese 25 Zusatzentwickler, die eingestellt wurden, dass die das mit der Zombie-UI hinbekommen. Und wenn die das hinbekommen, dann könnte man eigentlich schon Daisy Standalone regelmäßig aufnehmen. Weil dann macht es echt mehr Spaß, wenn die Zombies noch gehen würden. Da muss man auch natürlich dazu sagen, dann kommt auch noch zusätzlich dazu, wenn die Zombies fertig sind, dann können die ja anfangen auch. Oder was heißt, ich denke, die werden es auch schon vorher ab und zu diese kleinen Bugs beheben. Zum Beispiel, dass man die Waffen nicht so toll switchen kann. Weil ich drücke jetzt auf die M4. Er nimmt die nicht. Ich nehme nochmal M4. Jetzt nimmt er die. Packt die aber wieder weg. Einmal drauf gedrückt, ihr habt es gehört. Nochmal drauf gedrückt. Nochmal drauf gedrückt. Jetzt doppelt drauf gedrückt. Okay. Jetzt. Also mal geht's nicht, jetzt geht's wieder nicht. Jetzt machen wir mal. Den Revolver. Hä? Den hat er komplett fallen lassen. Ich verstehe das nicht. Machen wir so. Machen wir so. Ne, machen wir so. Auf die 4 möchte ich die Gun haben. Also den Revolver hat er jetzt komplett fallen lassen, als ich die 4 gedrückt habe. Ich verstehe das Spiel nicht. Aber ich will da auch nichts weiter zu sagen. Das ist eine Alpha. Müssen wir uns mit abfinden. Ich meine, er hat uns ja vorgewarnt. Er hat selber gesagt, 90 oder wie viel hätte er gesagt? Zwar 60% werden enttäuscht sein, aber ich glaube, der hat schon auf 90 oder 100% gemeint. Und deswegen, da es eine Alpha ist, kann man davon nicht erwarten, dass es funktioniert. Man kann es nur schade finden. Weil man wirklich mit einem besseren Content gerechnet hat. Finde ich. Also, ja. Aber das Thema hat man schon 100 Mal. Hat man 100 Mal. Lecker Herzkirsche. Hirzkirsche. Herzkirsche. Schmeckt gut. Müssen wir mal probieren. Wir müssen mal allgemein mehr Tee trinken. Statt Cola und Fanta. Viel gesünder. Was ich noch zur Streamwoche sagen wollte, also bisher ist ja die Resonanz ganz gut. Das beste Feedback ist natürlich gewesen, dass wir versuchen mit euch zu spielen, sodass wir immer so Community-Events starten, euch immer ein bisschen mit einbeziehen. 1000 Zuschauer ist auf jeden Fall super. Wir haben bisher, glaube ich, 660 war Peak. Inzwischen haben wir 1008, ist glaube ich das meiste, was wir erreicht haben. Bei dem ersten Stream 1008. Bei dem zweiten 996 Peak.
Also halt natürlich nur kurzzeitig. Sind halt sehr viele, die immer wieder einschalten und wieder wegschalten, aber ist trotzdem, ne? Also ist auf jeden Fall ganz cool. Das sieht ganz gut aus bisher. Also man muss ja für die Twitch-Partnerschaft 500 Durchschnittsviewer haben. Was eigentlich lächerlich ist, weil kaum einer der Partner erfüllt diese Recht oder Voraussetzungen. Die meisten haben so 50 bis 200 Viewer, außer natürlich die großen Streamer. Und wenn ich gepartnert wurde, dann haben wir endlich diese Qualitätsauswahl. Dann haben wir erstens Twitch Premium Server, dass die Streams komplett flüssig laufen und mit besserer Qualität. Und zweitens, man kann dann von Anfang an auswählen, ob man auf Low, Mid oder High oder Source spielen oder zusehen möchte. Und ich benutze jetzt Open Broadcast, weil mein XSplit zurzeit nicht funktioniert. Und mir ist aufgefallen, oder mir wurde gesagt, dass die Grafik, also dass die verpixelt ist. Außer man guckt auf Source. Auf Low, Mid und High ist die verpixelt. Auf Source läuft die aber flüssig. Ich weiß nicht, an was das liegt, aber das muss an Open Broadcaster liegen, weil mit XSplit, womit ich vorher gestreamt habe, war das nicht so. Nur das buggt halt bei mir extrem zurzeit. Ich hab's gestern nochmal getestet nach dem Stream, hab's nochmal die neueste Version installiert, aber da kam halt kein Patch. Funktioniert immer noch nicht so, wie es funktionieren sollte. Ich stürze die ganze Zeit ab und so. Aufnahmemodus ist nicht verfügbar. Naja. Kann man nichts machen. In 5 Tagen. Also, wir haben heute den 20., wenn ich das aufnehme, oder? Nein, wir haben den 22. Entschuldigung. Das heißt, in 3 Tagen kommt Dark Souls 2. Am liebsten hätte ich das sogar im Stream gelivestreamt, ne? Aber ich habe ja einen DayZ Stream Only angekündigt. Und ich will unbedingt diese Twitch-Partnerschaft, damit wir bessere Qualität haben, eine bessere Qualität haben im Stream. Und dafür bin ich leider gezwungen, nur DayZ zu spielen. Ansonsten schalten zu wenig Leute ein. Das ist meine Befürchtung. Wenn zu wenig Leute einschalten, dann könnte Twitch wieder meckern. Dann sagen wieder, nee, hier und das. Man versteht das eh nicht, weil diese 500 Zuschauer, die sind auf englischsprachige Streamer bezogen. Weil in Deutschland ist es eh anders. Ja, keine Ahnung, muss man das anders sehen? Ich kenne Streamer, die oder YouTuber, die 40, 50, 60, 70.000 Abonnenten haben. Und die kommen gerade mal so auf 500 bis 1000 Zuschauer. Das finde ich also extrem broken irgendwie. Ich weiß nicht, anders kann ich das nicht sagen. Finde ich ein bisschen, ich weiß nicht, da müssen wir eine Ausnahme machen für die deutschen YouTuber. Oder allgemein, was heißt YouTuber, für die deutschen Streamer. Ich glaube, sehr viele Streamer oder fast alle Streamer machen ja gar nichts mit YouTube. Da vorne haben wir wieder die Stadt und dahinter ist das Airfield. In der Stadt sucht man natürlich wieder. Am besten wäre ein Standardmagazin. Dann wären wir das erste Mal mit einer dicken Bewaffnung am Airfield. Das wäre super. Ich hoffe, ich bin richtig. Ne, das sieht aus wie Novi, ne? Das sieht aus wie Novi. Ich habe mich verlaufen. Da vorne ist nämlich Stargy. Oh oh. Wieso bin ich denn falsch abgebogen? Wie bin ich denn da falsch abgebogen? Lass mich kurz überlegen, wenn ich so. Ich muss kurz im Kopf mal klar werden. Ich komme von da. Also da, dann müsste ich eigentlich nach da laufen, um in die Stadt zu kommen, in die ich möchte. Ich verstehe nicht, wieso ich. Ich bin der Weg da schon 4, 5 Mal gelaufen. Wie kann das sein, dass ich auf einmal einen falschen Weg einschlage? Also das war jetzt ein bisschen komisch. Weil ich möchte nicht nach Stardew, da begegne ich eh keinen. Da will ich gar nicht nachsuchen. Und das Lustige ist, bei der DayZ Vanilla Version bist du sogar überall die Leute begegnen. Auch hier so. Das war sowieso das Kampfgebiet Nummer 1. Also hier hat das mal so 5 Leute mindestens. Das nennt man nämlich, da vorne haben wir den Sniperberg von Stardy. Der da ist das, wo ich jetzt hingucke. Genau. Und links ist dieser Wald am Militärcamp. Und hier war überall waren die Sniper. Die waren selbst hier und haben da hingeschossen. Hier ist dieser Military. Hier. Hier ist der Deep, Deep, Deep. Deer Stand. Genau. Da hat man mal gesehen, ob die Zombies da gespawnt sind. Dann wusste man, dass hier überall Sniper sind. Hier mal diese Illuminati-Felsen, so eine Pyramide. Keine Ahnung, ich nenne es einfach Illuminati-Felsen.
Jo Leute, danke, dass ihr erstmal zu Ende geschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst einen Kommentar da oder eine positive Bewertung. Außerdem habt ihr jetzt hier oben die Möglichkeit, auf ein Daisy-Mod-Video zu gelangen und unten die letzte Folge von der letzten Standalone. Haut raus!